Heute endlich ist es soweit, die US-Wahl steht an. Ist das jetzt mehr Chance, wie eigentlich in den letzten Jahren immer, als nach der Wahl, mit der Wahl dann die Aktienmärkte nach oben gegangen sind? Oder doch mehr Risiko, weil einfach zu viele Faktoren hier schiefgehen könnten, die die Aktienmärkte nochmal extrem zurückweisen? Diese Frage versuche ich in diesem Video zu beantworten. Schauen wir uns zunächst mal an, wo eines der zentralen Risiken ist, nämlich der Zeitpunkt, wann wir ungefähr wissen, wer neuer US-Präsident ist. Denn wir wissen zwar North Carolina, Texas und Florida, wahrscheinlich schon späten Dienstagabend US-Zeit, wer hier sich durchsetzen wird, aber wir wissen es wahrscheinlich erst am Mittwoch in Wisconsin, auch ein Swing State, und wir wissen es vor allem in Michigan und Pennsylvania erst later this week, also später in der Woche. Beides extrem wichtige Staaten, Swing States, die sozusagen das Pendel wieder in die andere Richtung schlagen lassen können. Und das Problem ist ja, dass wahrscheinlich Biden bei den Early Votes, bei den Briefwahlen deutlich vorne liegt, aber dann wahrscheinlich an der Wahlkabine viel mehr Republikaner ihre Stimme abgeben, sodass diese ganze Geschichte wirklich sehr schwierig wird. Predicted, diese amerikanische Wettplattform, sieht eine 75-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass wir erst Ende der Woche die Ergebnisse wirklich wissen. Und hier eine Analystin von International Group sagte hier, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass wenn wir eine angefochtene Wahl bekommen, dass dann der S&P mindestens 8% nach unten geht. Das wäre dann um und bei der 200-Tages-Schnitt. Wer weiß, ob es mehr oder weniger in dem Fall wäre. Und dass die Wahl angezweifelt wird, vor allem wenn Donald Trump sie nicht gewinnen sollte, ist nicht gerade unwahrscheinlich. Schauen wir uns hier mal an, was bei der letzten Wahl passiert ist. Hier sind die verschiedenen Bundesstaaten und wann hier die Ergebnisse verkündet wurden. Das ging relativ zeitnah, das waren relativ klares Ergebnis im Endeffekt, was die Bundesstaaten betrifft, auch wenn die Bundesstaaten damals teilweise sehr, sehr knapp waren, aber letztendlich war das dann doch eine klare Geschichte nach dem amerikanischen Mehrheitswahlsystem, the winner takes it all. Das ist ja sozusagen das große Problem vielleicht der angelsächsischer Gesellschaften, dass sie meistens ein Mehrheitswahlrecht haben, dadurch nur zwei Parteien wirklich groß werden können und damit diese Meinungsvielfalt in einem so großen Land nicht abgebildet wird. Das zweite Risiko, das ich sehe neben dem Zeitpunkt, wann wir wissen, wer Präsident ist, ist, dass wir eine große Wahrscheinlichkeit haben, eine fast an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit, dass das Abgeordnetenhaus demokratisch bleibt. Das heißt, wenn Donald Trump jetzt die Wahl gewinnt, dann würde er es trotzdem mit einem demokratischen Abgeordnetenhaus zu tun haben. Und damit wäre diese ganze Geschichte, die für die Aktienmärkte so wichtig ist, nämlich Stimulus, nach wie vor ein Zankapfel. Es gäbe also weiter Zoff und Streit um das Stimuluspaket. Das ist für die Aktienmärkte ja das Wichtigste. Der Senat dagegen dürfte mit dürfte zumindest umkämpfter sein. Hier Analysen, die sagen, ja, es liegt so bei über 70%, dass der Senat demokratisch wird, kann man für zu optimistisch halten. Jedenfalls, das Abgeordnetenhaus wird auf jeden Fall, so wie es aussieht, demokratisch bleiben. Beim Senat ist es ein engeres Rennen und damit ist der zukünftige Zoff, wenn Biden nicht gewinnt, wenn er nicht Präsident wird, eigentlich schon vorhersehbar. Und wir sehen, dass eine populistische Regierung, ich glaube, man tut Trump nicht Unrecht, ihn als Populisten zu bezeichnen. Sein Mentor, sein Inspirator Steve Bannon hat ja gesagt, die Zukunft gehört den Populisten, ob auf der linken oder auf der rechten Seite. Trump ist einer eher auf der rechten Seite. Hier sehen wir eine frische Analyse des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, die sich mal angeschaut haben, naja, wie treten denn populistische Regierungen ab, regulär oder irregulär oder wenn sie rausgeschmissen etc. etc. Und man kommt hier zum Ergebnis, dass wenn man in die Geschichte blickt, es sehr wahrscheinlich ist, dass hier nicht freiwillig sozusagen, falls Donald Trump diese Wahl knapp verlieren sollte, er sich hier zurückziehen wird in einer regulären Art. Es ist meistens irgendwie so, dass es irregulär passiert, dass sozusagen die zum Rücktritt gezwungen werden, dass hier also praktisch durchaus Stress dann entsteht. Das ist also ein weiterer Faktor. Neueste Umfragen jetzt. Ich hatte gestern von Trafalgar Group eine Umfrage gezeigt, die weiche Faktoren, wie schüchterne Trump-Wähler mit einbeziehen, die Trump in den Swing States vorne sehen. Hier jetzt die neueste Umfrage von CNBC, diesem amerikanischen Börsensender, der überall knappe Vorsprünge sieht. In den Swing States, Florida, North Carolina, Wisconsin und Arizona, Michigan und Pennsylvania für Biden.
Wie gesagt, das ist sehr knapp und jetzt hat Real Clear Politics auch gesagt, naja, in diesen Swing States, in diesen 8 Swing States, um die es wirklich geht, das ist Arizona, das ist Florida, das ist Georgia, das ist Michigan, das ist Minnesota, North Carolina, Pennsylvania und Wisconsin, hier sehen Sie die Karte dazu, das ist so knapp, dass es innerhalb der normalen Fehlermarge liegt praktisch, das heißt, das wird wirklich eine ganz, ganz enge Geschichte, so wie es jetzt aussieht und wenn es eng wird, dann werden wir lange nicht wissen, wer Präsident wird und das ist für die Aktienmärkte Gift, weil Unsicherheit ist eben das, was Aktienmärkte nicht so wirklich gerne sehen. Wenn diese Statistik, diese Grafik hatte ich letztes Mal schon gezeigt, gestern schon mal gezeigt, wenn die Auguren, die Demoskopen sich genauso irren mit der gleichen Fehlermarge wie in 2016, würde Biden dennoch die Wahl gewinnen. Das heißt, dann hätten wir die Situation, dass wirklich die normalen Demoskopen und die Mainstream-Demoskopen, wenn man so will, so dermaßen daneben liegen, dass die sich dann wahrscheinlich nach dieser Wahl unmittelbar einen neuen Job suchen müssen, weil sie schlichtweg hier zweimal extrem versagt haben. Was für die Demokraten spricht, ist denn nach meiner Auffassung die extrem hohe Wahlbeteiligung. Wir haben jetzt hier praktisch einen immensen Rekord, jetzt was das Early Voting betrifft. Wir haben inzwischen, hier sehen Sie noch 94 Millionen, die jetzt im Early Voting, entweder als Briefwahl oder man ist in der Wahlkabine erschienen, ihre Stimme abgegeben haben. Inzwischen sind es ziemlich genau 100 Millionen. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie eigentlich der Turnout, also wie die Wahlbeteiligung war in den letzten Jahren, dann sehen wir hier, 2016 hatten wir 136,8 Millionen, die ihre Stimme abgegeben haben. Nur 47,2, die damals sozusagen Early Voting oder per Briefwahl gewählt haben. Das ist in den letzten Jahren Stück für Stück gestiegen. Jetzt explodiert es geradezu, hängt natürlich auch ab von der Corona-Geschichte und wir sehen, dass wir hier dann eine Wahlbeteiligung so zwischen 142 bis 165 Millionen bekommen würden. Absoluter Rekord. Hier sehen wir mal eine Grafik, wie viele Menschen in den USA gewählt haben in den letzten Wahlen und wir sehen, das geht immer weiter nach oben. Klar, es gab zwischenzeitlich auch Bevölkerungswachstum, aber wir sehen, es ist doch eine steigende Quote auch von Wahlbeteiligung und das spricht nach meiner Auffassung tendenziell für die Demokraten. Man darf ja eins nicht vergessen, der demografische Faktor, dass also viele Einwandererkinder jetzt wählen dürfen, ist ein entscheidender. Wir haben bei den letzten 7 Wahlen, haben nur einmal die Republikaner mehr Stimmen gehabt als die Demokraten. Die Republikaner haben dennoch an manche dieser Wahlen gewonnen, weil sie eben diese Bundesstaaten gewonnen haben und dadurch mehr Wahlmänner hatten. Aber wenn man jetzt die Gesamtstimmen sieht, war es nur einmal in den letzten 7 Wahlen so, dass die Republikaner gewinnen konnten, damals unter George W. Bush. Und ansonsten hatten die Demokraten mehr Stimmen. Auch bei der letzten Wahl bei Clinton hat es aber nicht gereicht, weil eben Donald Trump in diesen Swing States knapp gewonnen hatte. Und deswegen sind die so immens wichtig. Das ist der entscheidende Faktor. Wenn Trump doch gewinnt, gestern hat er ein bisschen gefroren bei einem Wahlkampfauftritt, nur es ist kalt, dann würde sozusagen diese Geschichte mit der Weltwirtschaft, Erholung der Weltwirtschaft, auch wenn wir dann vielleicht diese ganze Corona-Geschichte zumindest abgedämpft hätten, dann würde das weiter schwierig sein. Das würde den Euro belasten, so sagte Citigroup. Wenn der Euro fällt, dann dürfte der Dollar steigen. Also ein Trump-Sieg wäre dollarbullisch tendenziell. Wenn Biden gewinnen würde, dürfte dagegen Europa, Japan und die Emerging Markets profitieren, die eigentlich ja strategische Verbündeten mit den USA. Dagegen dürfte der Dollar fallen und es wäre dann ein Risiko, wenn Biden gewinnt, für ölexportierende Länder und ihre Währungen, wie zum Beispiel den kanadischen Dollar. Aber das große Problem, dass eigentlich der Fall ist, dass wir selbst nach der Wahl nach wie vor eine zerrissene amerikanische Gesellschaft haben werden. Man sieht diese Konfliktlinien innerhalb von Familien, dass man da nicht mehr miteinander redet, dass die Lager so dermaßen sich gegenüberstehen. Ingo Zamperoni hat gestern hier auf der ARD eine Dokumentation über seine Familie, seine Frau ist Amerikanerin, mit Schwiegervater, Schwiegermutter, die in verschiedenen Lagern sind. Man kann sich kaum mehr miteinander unterhalten. Die Risse sind
sind enorm und das ist eben auch das Potenzial in einer grundsätzlich bewaffneten Gesellschaft, können da Dinge durchaus schieflaufen. Das ist sozusagen ein weiteres Risiko, nicht ein klassischer Bürgerkrieg, aber im Mindesten Scharmützel mit Toten sind durchaus vorstellbar und das wäre sicherlich etwas, was die Aktienmärkte nicht lieben. Kommen wir zu den Aktienmärkten, sehen wir hier oben den NYSE, das ist praktisch, sind alle Aktien, die an der New York Stock Exchange gelistet sind und wir sehen, wir sind hier in einer kritischen Marke, Support, Unterstützung, und da muss es halten, obere Grafik. Wenn nicht, dann könnte da durchaus ein ganz schöner Plumps passieren oder wir gehen eben nach oben. Der VIX, die untere Grafik, die Sie hier sehen, also die Vola-Erwartung, das, was an Volatilität von den Märkten erwartet wird, von Optionstradern vorwiegend. Hier sehen wir, dass der VIX nach wie vor ausgebrochen ist, aus dieser Schulter-Kopf-Schulter-Formation nach oben ausgebrochen ist, jetzt wieder zurückgekehrt ist auf die Nackenlinie. Das könnte sozusagen hier noch weitergehen, diese inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation könnte sich nach oben auflösen und dann wären wir bei einem VIX von 70, 80 und das wäre schon fast ein Panikniveau, das wir hatten im März in der Corona-Krise. Also Vorsicht ist angesagt und diese Vorsicht lassen manche walten. Das Put-Call-Ratio ist massiv nach oben gegangen, so stark jetzt wie seit der Corona-Krise nicht mehr, weil man sich sagt, naja, wenn die Sachen schief gehen, dann muss ich abgesichert sein, dann muss ich vielleicht Put-Optionen haben, um mein Aktienportfolio abzusichern. Also das passiert schon, dass man sich hier absichert. Die Chance für die Bullen ist, dass die Sache doch glatt läuft, irgendwie keine Schwierigkeiten entstehen und dann die Märkte nach oben schießen, weil diese Put-Optionen aufgelöst werden, weil die Absicherungen nicht mehr nötig sind und dann sowieso alle draufspringen auf die Long-Seite, auch die Algos. Was könnte dieser Fall sein? Eigentlich nur ein demokratischer Sweep, nämlich Biden, Präsident, Senat bleibt oder Senat wird demokratisch, Abgeordnetenhaus bleibt demokratisch, weil dann sozusagen durchregiert werden könnte mit einem großen Stimulusprogramm. Wenn dagegen was zu erwarten ist, die Demokraten so oder so das Abgeordnetenhaus behalten und Trump würde erneut Präsident werden, dann haben wir nach wie vor diesen Soft, den wir jetzt vor der Wahl gesehen haben. Stimulus, ja, nein, wir sind unmittelbar vor einem Deal, der dann nie kommt. Also das einzig denkbare Szenario, dass sozusagen diese große Stimulushoffnung der Märkte befriedigt wird, ist ein demokratischer Sweep. Das ist sozusagen ein Risiko nach meiner Auffassung oder eine Chance, die nicht so riesig groß ist, die vorhanden ist. Aber es müsste eben schon eine klare Geschichte geben. Noch eine gute Nachricht für Bullen könnte sein, was hier Charles Gasparino von Fox News mitteilt, nämlich Gespräche mit beiden Advisors, also mit Beratern von Joe Biden, die sozusagen hier vor allem Wall Street-Gönner betreuen, also Leute aus der Wall Street, von der Wall Street, die Joe Biden Geld gegeben haben für den Wahlkampf. Da gibt es mehr oder weniger die Zusicherung, dass Elizabeth Warren doch nicht Finanzministerin werden sollte und auch kein Progressiver, wie es heißt, hier im Kabinett seinen Platz finden wird. Progressive sind die extremen Linken, wenn man so will, bei den Demokraten. Also man versucht jetzt die Wall Street im Vorfeld der Wahl noch so ein bisschen zu beruhigen und zu sagen, ja, pass auf, wir sind doch hier ganz vernünftige Leute, die extremen Linken wie eine Bernie Sanders, wie eine Octavio Cortez, die werden hier keine große Rolle spielen. Aber wenn Biden gewinnt, dann muss er auch diesen Flügel, der ja nicht unerheblich ist bei den Demokraten, irgendwie eine Mitsprache geben, sonst wird das innerparteilich ein bisschen schwierig. Also auch das ein Risiko, auch das ist ein bisschen schwierig. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Wir werden vielleicht noch nicht mal Ende der Woche wissen, wer Präsident ist. Und das ist natürlich nicht wirklich ein schönes Szenario für die Aktienmärkte. Deswegen, summa summarum, lange Rede, ganz kurzer Sinn. Ne? Ich habe ja jetzt viel geredet, aber wenig Sinn produziert. Aber abschließend will ich noch sagen, lange Rede, kurzer Sinn, ich sehe mir Risiken als Chancen. Gell? Das hätte ich eigentlich in einem Satz sagen können und dann sofort das Video beenden können. Hätte ich Ihnen viel Zeit gespart. Ne? Das nächste Mal mache ich das. Servus und ciao.